Ja, Mahlzeit-Checker-Freunde, ich habe noch ganz ein Video vergessen hochzuladen. Und zwar wie der Audi A3 oder auch höher S3, RS3 automatische Schildererkennung macht, die Geschwindigkeit reduziert, übernimmt, Kreisverkehr erkennt etc. Und ja, wir haben hier ein kapazitives Lenkrad, das heißt nur berühren und er erkennt uns. Das ist gut, knapp 15 Sekunden. Auf dem Blinker hier links können wir den Spurführungsassistenten aktivieren und unten hier mit Z, mit dem kleineren Hebel weiter unten, können wir den Rest aktivieren. Ja? Und das macht er schon wirklich top hier. Wir haben alles an, Abstandsassistent, also Abstand können wir hier mit dem Distanz hier nach unten und nach oben korrigieren. Und ansonsten können wir selber mit dem Hebel nach oben und nach unten die Geschwindigkeit. Jetzt sieht man es unten rechts, 80 hat er erkannt und er geht runter. Auf die 80 lässt ausrollen und lässt ihn dann ganz normal weiterfahren. Ja? Wenn ich den kleinen Hebel nach vorne drücke, hat er mitgenommen? Ja, gut. Jetzt kommt 100 hier rechts und jo. Ah, dieser 5-Zylinder ist einfach ein Traum. Dieser Sound ist natürlich innen etwas präsenter als von außen mittlerweile. Ein Hoch auf OPF. Yay! Ja, und hier oben drauf links noch, das sehen wir jetzt nicht, ich blende da noch ein Bild ein, kann man dann Limiter einschalten und wenn ich nach vorne wegdrücke, mache ich ihn aus. Ja, beziehungsweise zu mir herziehen mache ich dann wieder Resume und dann nimmt er die letzte Geschwindigkeit, jetzt wieder 80, hat er erkannt, nimmt er an, mit Resume nimmt er die letzte eingestellte Geschwindigkeit wieder an, wenn ich nicht die automatische Schildererkennung anhabe. Das müssen wir natürlich auch. So, lenkt er das mit? Jawohl. Macht er gut. Also der Spurführungsassistent macht er echt stark. Also muss man schon sagen, wenn man jetzt hier guckt, das ist schon echt toll. Also top. Das macht er echt gut. So, und dann können wir hier noch die Weite regulieren, wie gesagt, zum Vordermann. Wir haben jetzt maximal nach vorne eingestellt, dass wir da Zeit haben. Jetzt sollte dann gleich ein Kreisverkehr kommen. Wir fahren gerade Richtung von Simmerzheim Richtung Alt-Henkstedt hoch. Müsste dann auch im Display anzeigen, dass er dann auch schon automatisch runterbremst, vom Gas geht. Elektrotechnisch würde dann schon anfangen zu rekuperieren, um ein bisschen das zu berechnen. Und aber das macht er schon wirklich gut. Ja, 80 erkannt, da kommt CD80. Und jetzt müsste aber auch gleich ein Kreisverkehr erscheinen. Jetzt bremst er schon ein bisschen runter. Jetzt erkennt er natürlich auch den Vordermann, ist klar. Das nimmt er mit und zack, und da zeigt er uns das Kreisverkehrssymbol und er bremst auch runter und beschleunigt jetzt nicht. Ich lenke jetzt ein, blinke rechts raus und er beschleunigt dann auch erst, wenn ich wieder draußen bin. Jetzt kommt die 100. Die nimmt er sauber mit. Und mal automatischer Abstand natürlich, das macht er auch wunderbar. Der bremst bis runter und steht sogar sehr lange auf Auto holt, dass er automatisch wieder anfährt. Locker 10 Sekunden, das finde ich auch richtig gut und nicht schon nach einer Sekunde, dass er aus ist, dass ich dann irgendwas antippen muss. Ja? Wieder ein Kreisverkehr. Gut, jetzt bremst er runter, weiter Vordermann und da ist schade. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Leerverkehr. Erkannt, nimmt er mit. So, jetzt kommt vorne der Kreisverkehr. Wir haben ganz niedrigen Abstand eingestellt. So, und jetzt hat der Kreisverkehr erkannt und jetzt geht er schon vom Gas runter und bremst. Also ich mache gar nichts, ich bremse auch nicht. So, ein bisschen schwungvoll geht er durch, aber wir haben das richtige Fahrwerk. Jawohl. Und hat wieder 100 erkannt. Lenkt es auch sauber mit. Ja. Das hat er gerade eben schon gut gemacht, hat er abgebremst so auf 40, 45 km/h. Und das ist einwandfrei. Jetzt erkennt er auch schon wieder 80 voraus, geht aber nicht über die 100. Jetzt bremst er sogar ein bisschen runter, dass er wirklich die 100 hält, knapp. Wie gesagt, erkennt die 80. Und, oh, yo, Ferrari!
Und 80. Perfekt. Jetzt kommt gleich wieder 100. So, 100 erkannt. Wie gesagt, jetzt haben wir keinen Vordermann da. Und von dem her, wie gesagt, die zwei Dreieckspfeile, die grüne, zeigen, dass der Spurführungsassistent an ist. Jo, Dacia, der heult ein bisschen. So, hat die 70 erkannt. Jawohl. Jetzt kommen wir Ortseingang Walderstadt. Und der lenkt jetzt echt gut. Mhm. Ja, beziehungsweise Ortseingangsschild kommt nicht, aber es kommt ein Kreisverkehr. Hohoho, jo, das lenkt er auch mit. Kreisverkehr kommt. So, und er bremst ab. Und er bremst ab, und er bremst ab, und er bremst ab. Jawohl, auf 40. Sehr gut. Macht er gut. 100 erkannt und gleich wieder. 70. Hahaha. Also so ein schön Wechsel von 100 gleich schnell auf 70. Setzt er auch richtig gut um. Und von dem her, stark.